Oh, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Daisy Standalone. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, ihr alten Gs. Ich freue mich und wir befinden uns immer noch am Airfield von Balota. Vielen Dank für eure netten Kommentare, aber da ich jetzt drei Folgen am Stück aufnehme, kann ich eure Fragen erst bald beantworten. So, wir sind ja hier am Balota Airfield, ihr wisst es ja, von der letzten Folge noch. Ich zeige mal ganz kurz die Playerliste. Ein paar Leute sind hier drauf. Und wir müssen mal schauen. Ich würde mich einfach gern ein bisschen hier auf die Lauer legen erstmal. Nur um zu schauen, ob da was los ist. Oder meint ihr, wir sollen direkt drüber? Wobei hier eigentlich nicht mehr so viel los ist, ne? Wir warten jetzt einfach mal ein paar Sekunden. Ich habe auch ein interessantes Thema heute für euch. Können wir gleich drauf eingehen. Moment, ich will da einfach ein bisschen abwarten gerade. Okay, also es gibt jetzt eine Möglichkeit. Wir können darüber gehen und wir können gucken, ob wir Loot finden, was wir unter Garantie sicherlich auf diesen Server nicht mehr finden werden. Aber wir können es probieren oder wir hauen einfach ab. Aber das Ding ist, wenn wir rübergehen, ist die Chance, dass wir sterben durch einen Glitcher, zu 50% da, weil er könnte da drin sitzen. Boah, mega schwierige Entscheidung. Ich habe leider kein Fernglas, nichts. Ich muss echt ein bisschen offensiver spielen, weil wir machen es jetzt einfach. Also, da hinten steht auch ein Zombie, ne? Okay, wenn der Zombie da steht, ist schon mal gut. Wobei die Zombies jetzt anders interagieren. Gucken wir mal, vielleicht haben wir Glück und finden wenigstens irgendwas Kleines. Eieiei. Ich meine, hier dürfte eigentlich nichts mehr los sein. Erstmal umsehen. Zombie läuft da hinten auf der Stelle, okay. Oh. Okay, wir gehen jetzt mal da rein. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt umgemäht werde. Okay, sauber. Warum ist hier die Tür zu? Alter, hab ich da grad... Boah, ich dachte, ich hätte da gerade jemanden gesehen. Ich krieg schon Paranoia. Ne, hier ist keiner. Okay, hier ist auch kein Loot. Alter, was ist denn das für ein schlechter Server? Okay, wir gehen mal zum nächsten Prison. Da müssen wir zum Boden. Wir müssen unbedingt zum Boden, liebe Leute. Dann sieht es richtig böse aus. I'm walking on sunshine. Ich meine, wer will uns auch töten mit dem Rucksack und dem Baseballschläger da hinten? Den Hockeyschläger. Ich hoffe niemand. Ich bin doch ein netter Kerl. Uiuiui, da ist der Tower, okay. Nimm mal den Tower mit, hör mal. Ja, das interessante Thema, was ich für euch heute habe. Das ist ein Zombie. Nicht angreifen, komm, ich habe keine Chance gegen dich. Ich habe nur einen Hockeyschläger, bitte lass mich in Ruhe. Da ist noch ein Zombie. Ich komme gleich zum Thema, ja? Eine Sekunde. Ich versuche jetzt einmal mal den Splinter Cell hier zu machen. Noch lassen Sie mich in Ruhe. Ich laufe mal weiter. Ich weiß ja nicht, wie hoch der Radius jetzt ist. Kommt der? Ja, die kommen gar nicht. Okay. Let's go in the tower. Oh, ich habe da gerade einen Schusswechsel gehört. Habt ihr das auch gehört?
Hö, hab ich da jetzt Schüsse gehört? Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe da komisches Klackern gehört. Naja, wir gehen mal weiter. Okay, der Zombie könnte uns ein kleines Problem. Ah, ich lauf. Okay, kommt nicht. Boah, der Server ist ja mega gelootet. Hier ist echt nix. Okay, zweite Prison. Werden wir sterben? Ja oder nein? Ich sag ja. Hab ich irgendwie ein Gefühl. Noch leben wir. Toll. Okay, wir laufen jetzt weiter nach Balota. Immerhin haben wir das Airfield hier mitgenommen. Schöne Sache. Boah. Ich dachte, da finde ich mein Ende, ganz ehrlich. Okay. So, ja, die Baracken gibt es hier nicht mehr. Aber es soll mit dem neuen Update ja so ein... Okay. Wo rennt dieser Zombie da gerade hin? Habt ihr das gesehen? Da ist ein Spieler. War das ein Nubi? Ein Nubi? Ein Bambi? Oh oh. Wo zur Hölle ist der hin? Hä? Ist denn das Haus hier rein? Hm? Da hinten läuft er. Okay, nehmen wir die Spur auf. Gucken, dass die Zombies uns nicht verraten. Da hinten. Was macht der da? Das ist doch ein Bambi. Genau wie ich. Wir lassen ihn mal weiterziehen, dann trinke ich mal eben was. Oh, hat er uns gesehen? Hä? What the fuck? Hä, Alter? Hat hier gerade jemand versucht, auf mich zu schießen? Und die Munition war leer? Ich weiß nicht mehr, was jetzt Soundbugs sind und was nicht. Oh, sorry, ich habe irgendwie noch mein Programm im Hintergrund auf. Ja, ich weiß, ich spiele sehr risikohaft gerade, aber das liegt ja daran, dass ich ja sowieso im Arsch bin. Trink. Trink, mein junger Padawan. Aus der ewigen Quelle der Jugend. Okay, wir trinken noch einmal. Use the pump. Jetzt komm. Ich denke mal, der Spieler wird auch zur Prison-Insel laufen, oder? Was meint ihr? Warum zoomt er eigentlich mal raus? Weil ich die Taste drücke? Habe ich gerade... Ah, okay, ich habe den Fehler gefunden. Trink. Schade, ich hätte ihn gern verfolgt, den Spieler.
Ich meine, das war ein Bambi, oder? Man hat es nicht so gut erkennen können. Meint ihr, es lohnt sich hier zu looten? Ich weiß es gar nicht. So, aber mein Thema, was ich jetzt heute hatte. Und zwar gab es einen interessanten Bericht zu der kommenden Version von DayZ, also der neuen Engine und so weiter, der neuen Renderer. Renderer! Dieser soll ja dafür sorgen, dass das Spiel besser läuft. Und zurzeit läuft DayZ ja auf der Version, auf einer DirectX Version 9. Ja, die wurde ja damals kreiert, um eben solche Modelle und Animationen zu ermöglichen und so weiter. Bei DirectX 8 war das alles noch gar nicht möglich. So, und mit DirectX 11, also das soll DayZ ja besitzen, soll es dann viel, viel besser sein mit der Lichtdynamik und so weiter und soll die Performance immens anheben. Und da bin ich ja mal mega gespannt drauf. Man weiß leider nicht, wann dieses Update kommen soll. Ja, es ist ja immer noch in Arbeit. Es hieß ja irgendwann... es hieß ja irgendwann im Frühjahr, glaube ich. Und dann wurde es jetzt wieder verschoben. Und naja, ich bin mal mega gespannt. Also ich finde es relativ interessant, dass die Entwickler da jetzt endlich mal zur Potte kommen. Das wird ja Zeit. Meine Nase juckt in letzter Zeit so häufig. Das wird ja Zeit und ich könnte mir schon vorstellen, wenn die hier das auf das neueste DirectX updaten, dass man dann hier wirklich... Stellt euch mal vor, ihr läuft hier mit 60 FPS durch die Gegend. Das könnte doch mega interessant sein. Ja, und man muss einfach hoffen, dass es wirklich so umgesetzt wird. Weil dann fühlt sich DayZ, glaube ich, ganz anders an. Oder? So, wir müssen jetzt aber ein bisschen bedenken, dass wir den anderen Spieler hier haben, ne? Ich konnte nicht so gut erkennen, was er hat, aber ich glaube, er hat halt nichts. Nur was mich halt irritiert hat, waren die Schussgeräusche ohne Munition halt. Ja, aber um es nochmal kurz zu erklären. Also, da gibt es halt einen Bericht. Ich habe den mal hoffentlich unter diesem Video verlinkt. Besucht mal die Seite. Das ist eine coole DayZ-Seite. Und die haben das dann mal richtig gut zusammengefasst mit den Lichteffekten, mit DirectX 9, 10 und 11. Weil 10 gab es ja damals mit Vista, was ja dann auch nochmal neue Möglichkeiten erlaubt hat. Also DirectX 9 hat ja damals ermöglicht, dass man wie bei DayZ, also ihr seht gerade, DayZ basiert eben auf DirectX 9. Und das Problem ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine Taschenlampe anmacht, dann leuchtet es durch... das ist nicht gut, das Geräusch. Dann leuchtet es ja zum Beispiel durch Wände durch und so weiter. Und das soll ja mit dem neuen DirectX 11 nicht so sein, weil in geschlossenen Räumen soll dann eben nur da auch die Taschenlampe funktionieren. Ja, also sind alles solche kleine Geschichten. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das da alles so aussehen wird, wie das alles sich dann wie DayZ sich dann spielen wird, ja, weil ich glaube, man könnte das dann schon mit einem anderen Gefühl beschreiben, einfach das Game. Ja, man hat dann einfach, zum Beispiel, wenn man jetzt in eine Stadt kommt und es läuft flüssiger in Tscherno und so weiter, dann hat man auch mehr Lust, dort zu sein, anstatt, weil die Städte waren ja in letzter Zeit außer Elektro jetzt wie ausgestorben, weil die Leute da ja einfach keinen Bock hatten wegen der Performance. Ja, und das kann ich ja völlig nachvollziehen, war ja bei mir auch so. Deswegen muss man mal abwarten, wieder was die Zukunft bringt. Aber ich möchte DayZ auf jeden Fall gerne weiter begleiten bis zum Weg zum Release, was ja für 2000 und was liegt da? Hä? Warum liegen hier so viele Mützen? Okay. Was ja für 2016, glaube ich, angesagt ist, ne? Der Release. Hier ist wieder jemand. Ah. Was ist denn das hier? Oh ja, Eispickel. Ist der eigentlich stärker als ein Baseball, als ein Hockeyschläger? Ich weiß es gar nicht. Oh, da ist eine Police Station. Da ist der 100 Pro drin, der Spieler. Oder er war da zumindest. Wollen wir da vorbeischauen? Warum sind da die Türen zu? Vielleicht werden wir ja beobachtet. Komm, wir gucken uns das mal an. Hallo, 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 again. Ah, du bist ein Holzkopf. Steh auf und kletter darüber. Kletter darüber, du Sau! Ja. Aber jetzt wird's spannend. Jetzt wird es richtig, richtig spannend, liebe Freunde. Ist der Magger hier drin? Der Überlebende.
Ja oder nein? Boah, der Zombie, der hat mich da gerade richtig erschrocken. Achso, bei dem neuesten DLC-Update können die Zombies jetzt auch kriechen. Wenn man die Beine wegschießt, dann kriechen die ja beim Boden, ne? Alter, das sieht richtig krass aus. Na, Schengfarsch. Warum ist hier die Tür zu? Nee. Warum war denn... Okay. Warum war da die Tür zu? Warum sind die Türen überlaufen und da nicht? Hm. Naja. Oh, was ist denn das da unten? Was? Toll. Ah, guck mal. Jetzt brauchen wir nur eine Pistole. Und eine Golden Deagle soll auch nach der in die Welt von Daisy kommen. Die fand ich auch sehr nice. Aber ich sehe schon, bald kommt ein Raketenwerfer oder sowas. Hm. Und das hier. So. Aber keine Waffe, nix. Können uns absolut nicht verteidigen. Das ist ein bisschen... Oh, ich bin hungry, warte mal. Erstmal Cornflakes. Ja, ja, liebe Freunde, da machst du nix. Und da lädt schon wieder jemand nach. Wäre lustig, wenn wir die ganze Zeit verfolgt werden würden. Und jemand ballert der uns über den Haufen. Wer zur Hölle ist das? Oder was ist das? Naja, wir ziehen mal weiter. Sonst kommt ja gleich die Prison-Insel. Kein Loot für Dennis. Das arme Kerlchen muss sich weiter hier rumschlagen. Ich gehe mal Richtung Küste. Boah, die Soundbugs nerven aber mega. Da vorne ist es. Warum mache ich eigentlich immer Battlefield 4 Musik, wenn es spannend wird? Hm. Boah. Das ist ja der legendäre Sniperhügel gegenüber von Prison. Oh. Da werden wir bestimmt jemanden treffen. 100 Pro. Kamikaze klingt ja schon mal sehr einladend. Aber ich würde mal sagen, die besuchen wir dann in der nächsten Folge. Ich weiß, wir waren schon 47 Millionen Mal auf der Prison-Insel. Aber wir müssen das jetzt vielleicht mal angehen nochmal. Alleine. Völlig alleine auf uns gestellt, liebe Freunde da draußen. Auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch zur nächsten Episode einschaltet. Übermorgen geht's weiter, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.